Hi, hier ist Franz. Wir sind immer noch bei Huawei Device und schauen uns das MediaPad 7 Vogue etwas genauer an. Ein weiteres Einsteiger-Tablet von Huawei Device mit Android 4.1.2 Jelly Bean mit einem 7 Zoll großen Display, das leider nur mit 1024x600 Pixeln auflöst und ähnlich wie schon beim MediaPad Youth nicht das Beste ist in Sachen Blickwinkelstabilität, in Sachen Helligkeit und natürlich auch in Sachen Auflösung. Ansonsten keinerlei Tasten, hier natürlich Onscreen-Tasten. Was hier ganz interessant ist, ist die Rückseite, denn die besteht wie schon beim Youth aus Aluminium, zumindest hier in der Mitte. Das fühlt sich eigentlich sogar ganz wertig an und für ein solches Einsteigergerät geht das definitiv in Ordnung. Hier die Hauptkamera, hier der Lautsprecherausgang, hier ein Einschub für eine SIM-Karte, also auch hier gibt es wieder eine 3G-Version und für eine Micro-SD-Karte die lauter Leiser-Wippe sowie hier der Power-Button. Auf der Oberseite nichts, auf dieser Seite auch nichts und auf der Unterseite der Micro-USB-Anschluss sowie der 3,5 mm Klinkenanschluss. Die Rückseite haben wir uns ja eben schon angesehen. Ansonsten, wie gesagt, haben wir hier einen Quad-Core-Prozessor mit 1,2 GHz je Kern. SIM-Karten-Slot hatten wir auch schon durch und wenn wir uns das Gerät ansehen, sehen wir natürlich, dass wir hier wieder die Emotion UI von Huawei Device drauf haben. Die Performance ist besser als beim Youth. Man merkt hier den Quad-Core-Prozessor aber immer noch nicht, so wie es sein sollte. Man merkt den Geräten allgemein einfach den vergleichsweise niedrigen Preispunkt deutlich an. Aber ich denke, das ist hier vor allem für Neueinsteiger, für jüngere Leute sind diese Geräte geeignet und dafür ist es eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, das war's vom Hands-On mit dem Huawei MediaPad 7 Vogue. Ich bin Franz, ich danke euch fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.